Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Star Citizen. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich an euren Computern, TV-Geräten, iPhone, iPad, iPod, alles, was es mit Eiern gibt. Und ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Schreck, weil ich habe mich heute mal mit Webcam ins Bild reingeschnitten. Ich habe das gesehen auf vielen YouTube-Channeln und habe mir gedacht, ich probiere das auch mal aus. Wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr mir das sagen. Dann nehme ich das sofort wieder von dem Channel runter, beziehungsweise aus den nächsten Videos raus. Und schreibt mir das einfach mal in den Kommentaren. Mir wäre das nur zu recht, aber ich denke mir einfach, ihr habt das auch mal verdient, zu sehen, was für ein Gesicht hinter der Stimme steckt. Und das ist das Gesicht. Kann ich auch nichts machen. Gut, genug davon. Und wir befinden uns heute also im Asteroid-Hangar, Freunde. Es gibt hier eine ganze Menge Sachen, die wir uns wieder neu anschauen können. Und das haben wir heute auch vor. Bevor wir zu unseren neuen Raumschiffen kommen, gibt es noch ein kleines Goodie, was ich euch vorstellen möchte. Chris Roberts hat allen Bakern, die vor dem so und so vielen Januar 2015 geplätscht haben, ein kleines Goodie spendiert. Und zwar eine Space Globe. Also eine kleine Kristallkugel hier mit Raumschiffen drin. Finde ich eine ganz coole Sache. Normalerweise hat jeder Baker eine Kugel bekommen. Random. Man konnte sich also nicht auswählen, welche man von den drei möglichen Varianten haben möchte. Es gab eine Ausnahme, und zwar Subscriber, die den kleinen Subscriber-Plan haben für $10 im Monat. Die haben zwei Globes bekommen. Und Subscriber, die den großen Plan für $20 im Monat haben, die kriegen alle drei Globes. Mal eine allgemeine Anmerkung dazu. Alles, was ich euch hier erzähle über Items, über Schiffe, wenn ich immer sage, das kostet so und so viel und kostet so und so viel, auch da waren viele Nachfragen. Das kann man sich natürlich alles später im Persistent Universe ohne Echtgeld verdienen, kaufen, in Shops und wie auch immer. Es ist also keiner verpflichtet, hier irgendwas zu kaufen fürs Spiel und da besonders viel Geld rauszugeben. Es reicht das allerkleinste Gaming-Package, was man sich kaufen kann, um hier also mitspielen zu können. Ich gehe mal von meiner Vermutung, oder ich habe mal die Vermutung, dass man für eine Hornet und eine Constellation, das kriegt man wohl noch selber hin, mehrere Wochen, Monate, bis hin zu einem Jahr, würde ich mal sagen, dauert das, dann hat man ein solches Schiff erspielt, also eine Constellation meine ich jetzt, die Hornet wird etwas schneller funktionieren, würde ich mal sagen. Aber ja, so Sachen wie eine Idris oder ein Javelin Destroyer, Freunde, da würde ich mal eher auf eine Crew setzen. Also ein paar Leute, die mit mir zusammen rumfliegen und mit mir zusammen was verdienen. Dann wird da die Chance drauf, denke ich mal, größer. Ja, aber wenn man eine Crew ist von 5 bis 10 Leuten, dann erreicht man hier definitiv schneller was und kann schneller hier größere Raumschiffe sich aneignen. So, auch diese Space Globes, die wird man später im Persistent Universe natürlich erwerben können. Wir schauen sie uns mal an, denn auch da muss ich wieder ein Wort des Dankes richten an meine liebe Mercorp. Auch hier hat mir wieder ein Member erlaubt, in seinen Account einzuloggen. Vielen Dank dafür. Und hier mal alle drei Space Globes auf einmal zu zeigen. Ich habe nämlich selber diesen großen Subscriber-Plan nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch jetzt die Möglichkeit, euch das hier mal heute zu zeigen. So, es gibt hier einmal die Aegis Reclaimer in einer kleinen Glaskugel. Und das Coolste ist, man kann hier noch auf Use drücken, das tue ich jetzt mal. Und schon sehen wir, wie die Aegis Reclaimer hier anfängt zu arbeiten. Die Triebwerke laufen, hier fliegt ein bisschen Schrott in der Gegend rum. Und der mechanische Arm unter der Reclaimer, der lötet hier an irgendwelchen Wrackteilen rum. Sieht sehr cool aus, wie ich finde. Die zweite Kugel, das ist die Drake Herald. Wir haben uns ja beide Schiffe auch schon im Shipscale Viewer mal angesehen. Hier haben wir also die Drake Herald, ein Inforunner, der wohl hier mit wichtigen Infos versucht zu entkommen. Denn, wenn wir Use drücken, ihr seht es, die Triebwerke laufen auf voller Tour und der wird hier ordentlich beschossen. Hoffen wir mal, dass der kleine Freund hier lebend rauskommt und schauen uns währenddessen die dritte Kugel an. Das ist die Anvil Carrick. Auf dieses Schiff warten eine ganze Menge Leute, mich eingeschlossen. Ja, 123 Meter lang. Ach, ich habe es so oft erwähnt, ich sag's euch jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, großes Schiff, wird super, habe ich im Account, zeige ich euch, sobald es da ist. Ich drücke mal hier auf Use und wir sehen, es ist ja ein Exploring-Schiff und es bewegt sich gerade durch ein Jumpgate oder eine elektromagnetische Wolke oder irgendwie etwas Ähnliches. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist viel ruhiger als die anderen Kugeln. Und hat hier so ein bisschen Lavalampeneffekt. Würde ich mir auf jeden Fall auf den Schreibtisch stellen, wenn es denn sowas geben würde im echten Leben. Hinweis an die
Merchandise-Abteilung von Cloud Imperium. Macht so ein Ding. Ja. Hier unten steht noch auf den Kugeln drauf, Happy New Year 2945. Das ist ja das Jahr, hatte ich euch schon mal erklärt im Murray Cup Video, dass wir hier also 930 Jahre, glaube ich, waren es, in der Zukunft sind. Heißt also eigentlich Happy New Year 2015. Die Geschichte hinter diesen Kugeln ist also, dass Chris Roberts erzählt hat, im Persistent Universe ist das sowas wie ein Neujahrsglückwunsch. Ähnlich wie ein Glückskeks zum neuen Jahr. Ja, und deswegen verschenkt man sich die Dinger also oder schenkt man sich die gegenseitig. Und Chris Roberts hat deswegen allen Bakern, die das neue Jahr mit ihm begonnen haben, auch so eine Kugel geschenkt. Finde ich super. Ich mag so Goodies, vor allem, wenn man damit nicht rechnet. Die gehen übrigens nach einer bestimmten Zeit auch wieder von selber aus, die Kugeln. Echt cool. So, aber deswegen sind wir heute nicht hier. Wir wollen uns nämlich ein neues Raumschiff anschauen und fahren deswegen mal in unseren Hangar hinab. Übrigens, kurze Anmerkung, wenn ich mal ab und zu hier unten links hingucke, das hat den Grund, dass da meine Statspage ist und ohne die bin ich aufgeschmissen. Also wenn ich einmal, zweimal oder mehrmals darunter gucke, dann nehmt mir das bitte nicht übel, aber ich kann ja nicht alles auswendig drauf haben. Und deswegen habe ich die da offen. Gut, so, wir wollen uns mal das heutige Schiff anschauen. Eigentlich hatte ich vor, Leute, die im Flug zu zeigen, denn da sieht sie wirklich noch eine gute Ecke schöner aus und besser aus. Und man kann auch mehr zeigen, aber aktuell Bug oder Feature, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich sie im Arena Commander nicht auswählen. Als flugfertiges Schiff. Das ist leider doof im Moment. Müssen wir drauf warten. Das reiche ich auf jeden Fall nach, das Video. Denn da gibt es noch so zwei, drei Besonderheiten, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Aber damit ihr nicht zu lange auf die Aurora warten müsst und damit wir auch mal eine Aurora auf dem Channel haben, dachte ich mir, ich zeige sie euch heute schon mal im Hangar. So, ich hatte eben ja auch gesagt, die man braucht sich also nur das kleinste Game Package zu kaufen und das kleinste Game Package ist entweder die Mustang oder die Aurora. Allerdings nicht in dieser Version hier. Das hier ist die LX-Version, eine limitierte Version, die es aktuell auch nicht im Shop gibt. Aber die Aurora MR ist das erste Einsteigerschiff. Das sind alles Einsteigerschiffe, ja, die wir hier sehen. Von daher erwartet jetzt nicht das Megaschiff schlechthin, aber ich denke, das sieht man ja auch an, dass sie das nicht ist. Aber immerhin bietet sie die grundsätzlichsten, wichtigsten Dinge im Persistent Universe, um dort starten zu können. Ja, das heißt also, es ist gerade für Leute, die nicht entweder nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder nicht so viel ausgeben wollen, auf jeden Fall mal wichtig, sich die Starterschiffe genauer anzuschauen. Ich habe euch ja schon die Mustang vorgestellt, vor allem die Mustang Delta, die natürlich schon wieder ein bisschen teurer ist. Ja, die Alpha kriegen wir hoffentlich auch nochmal zu Gesicht und vor allem auch die Beta, die wird auch noch interessant. Und hier haben wir also die Aurora LX, die kostet glaube ich $5 mehr als die normale Aurora, ist also nicht so wahnsinnig viel teurer, wie jetzt zum Beispiel die Delta, die kostet $35 mehr als die Standard Mustang. Ja, von daher ist das hier, denke ich, noch eine Alternative, über die man nachdenken kann. Wir haben hier eine Schifflänge von 18,5 Metern. 18,5 Meter ist, ja, wahrscheinlich schon ganz schön groß, so als Starterschiff, ja. Das kommt vor allem durch diesen Teil hier hinten, wo die vertikalen Rotoren drin sind, um das Schiff tragen zu können, dazu gleich noch mehr. Und eben auch die Frachtabteilung, auch dazu gleich noch mehr. Dann haben wir eine Breite von 8,25 Metern und eine Höhe von 4,1 Metern. Auch, also diese Werte sind eigentlich recht kompakt. Da müsste sie in fast jedes Schiff noch als kleiner Support-Fighter mit reinpassen. Die Länge, das könnte ein Problem werden. Das muss man sich mal anschauen. Gewicht ist 7,55 Tonnen. Auch das natürlich sehr, sehr gering. So, was hatte ich jetzt gerade gesagt? Also wir haben hier hinten eine Sektion, die sehr lang ist und wo sehr viel Platz noch drunter ist. Das hat einen Grund, denn hier kommt normal ein Cargo-Container drunter. Den kann man in verschiedenen Größen wählen. Der Standard-Cargo-Container hat wahrscheinlich 16 Frachteinheiten. Also sie ist angegeben auf der Statspage mit 16 Frachteinheiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier drin der Platz sein soll oder unten drunter ein kleiner Container schon mitgeliefert wird. Das müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall hat sie 16 Frachteinheiten und das reicht zumindest, um die ersten kleinen Lieferungen im Persistent Universe zu machen und sich die ersten paar Kröten zu verdienen. Wenn ihr euch jetzt natürlich daran erinnert, dass so eine Freelancer zwischen 130 und 160 Frachteinheiten hat und eine Constellation 1100, könnt ihr euch vorstellen, wie oft ihr mit diesem Schiff hin und her fliegen müsst, bis ihr diese Kapazität erreicht. Aber wie gesagt, Starterschiff.
Gut, des Weiteren natürlich kein Multicrew-Schiff, es ist für eine Person ausgelegt. Viel mehr hat da auch nicht Platz drin, das gucken wir uns gleich auch noch an. Und wir haben hier also ein Haupttriebwerk der Stärke TR3. Das ist ganz ordentlich, finde ich. Das ist auch hier hinten dieses Teil. Und wir haben hier ein 8 Manöverthruster der Stärke TR1. Das sind diese Kameraden hier. Da haben wir einen, hier drunter hängt einer. Und ich düse mal gerade nach vorne. Da vorne sehen wir einen ganz genau. Dieses hellgraue Teil, was hier an dem dunkelgrauen Teil steckt. Das ist also der Manöverthruster. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, das sehen wir dann auch im Video, wenn wir sie mal wirklich im Marina Commander bewegen. Da kommt eine Art Druckluft raus, um das Schiff zu steuern. Die sind natürlich auch nochmal beweglich in sich, die Teile. Sieht aber sehr interessant aus und das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Auch dazu hatte ich schon mal was gesagt, die, ja, wie bei der Constellation auch. Das Schiff ist ja von RSI, von daher setzt es auf die gleichen Techniken. Und wir haben hier in dieser Platte und hier hinten in dieser Platte und simultan natürlich auch auf der anderen Seite wieder diese Propeller-Dinger, die auch bei der Constellation dafür sorgen sollen, dass die auf einem Luftpolster schweben und landen können. Da war ja mein Bedenken schon bei der Constellation, was ist mal, wenn keine Atmosphäre da ist und wenn kein Luftpolster gebildet werden kann? Müssen wir mal abwarten, ob dann die Manöverthruster genug Power haben, um das Schiff hier oben zu halten oder abzubremsen im Ernstfalle. Das wird die Frage sein. Aber wir warten ab und sind mal gespannt. Das Schiff ist wie gesagt von RSI, Robert Space Industries. Das ist übrigens die Marke, die von Chris Roberts am meisten inspiriert wird. Chris Roberts hatte ja die Idee zu dem Spiel und hatte wahrscheinlich auch schon ein paar Ideen zu Raumschiffen im Kopf. Und die Constellation ist natürlich sein Meisterwerk, aber auch die Aurora war grundsätzlich seine Idee. Er hat sie natürlich nicht selber designt, dafür gibt es ja die Designer bei Cloud Imperium. Aber die Ideen von ihm, die sind dort hauptsächlich eben reingeflossen. Anders als jetzt bei anderen Schiffen, wie von Origin oder sowas. Die Ideen hatte jemand anders. Die Konzepte wurden Chris Roberts vorgestellt und Chris Roberts hat die dann abgesegnet, ergänzt mit seinen Ideen und so weiter. So läuft das also. Und bei Robert Space Industries ist eigentlich so das hauptsächliche Konzept des Schiffs auf den Mist von Chris Roberts gewachsen. Gut, ja. Man erkennt natürlich auch hier wieder die Ähnlichkeiten. Also die RSI-Schiffe, die sehen ungefähr auch alle vom Stil her gleich aus. Hier vorne das Cockpit, das erinnert doch stark an die Constellation. Große viereckige Scheiben, spitz zulaufendes Cockpit und so weiter. Also da findet man immer wieder Gemeinsamkeiten, was mir auch gut gefällt. Jo, was haben wir sonst noch? Ein Reaktorklasse 2 und ein Schildklasse 2. Das sind natürlich auch absolute Standardwerte. Richtig im Dogfight kann man damit nichts reißen. Das zeigt sich auch schon im Arena Commander, wenn man sie denn mal im Dogfight bewegt. Wenn es denn mal klappt, bei irgendwem, bei mir irgendwie nicht. Vorteil ist allerdings, durch diese niedrige Generatorklasse ist auch die Energiesignatur von diesem Schiff und auch von der Mustang, die ja ebenfalls ein Starterschiff ist, sehr gering. Warum ist das wichtig? Tja, wenn wir in der Hornet sitzen und wir schalten ein fremdes Schiff auf, dann ist es, wenn die Energiesignatur gering ist, sehr schwierig, dieses Schiff zu erfassen und vor allem auch dauerhaft anvisiert zu lassen. Es kann also gut sein, dass man eine Rakete anvisiert und man möchte diese gerade abfeuern und in dem Moment verschwindet die Signatur des Schiffs, weil man zum Beispiel hier nur mit sehr schwacher Triebwerkslast fliegt und dann ist es einem schon nicht mehr möglich, eine Rakete auf dieses Schiff abzufeuern. Das ist also der Vorteil. Man muss hier also geschickt mit diesen Raumschiffen umgehen, um alle Vorteile ausspielen zu können. Eine dicke Panzerung und dicke Bewaffnung ist hier sicherlich nicht der Trumpf, sondern eher unauffällig zu bleiben und aus dem Hinterhalt anzugreifen und aus dem Schatten zu agieren. Nichtsdestotrotz hat das Schiff natürlich auch eine Bewaffnung und diese Aurora LX kommt also mit zwei M3A-Lasern, die hängen hier drunter, wie ihr sehen könnt, und wir haben vier Marksman-Raketen, Image-Recognition-Raketen, die hier also zielsuchend auf Gegner abgefeuert werden können. Das ist es aber auch schon mit der Bewaffnung, mehr ist hier aktuell nicht an Bord. Ganz, ganz wichtig noch, diese spezielle Variante der Aurora hat auch noch einen Jump Drive mit dabei. Die Jump Engine sorgt also, tausendmal auch schon erwähnt, dafür, dass man in fremde Sonnensysteme reisen kann. Und alles in allem ist diese limitierte Version, die also wirklich eigentlich nur $5 mehr kostet als die Standard Aurora, wenn ich mich jetzt nicht vertue, oder $5 mehr als die LN. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall kostet sie nicht wahnsinnig viel Aufpreis. Und ich finde, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und sobald es die nochmal im Limited Sale gibt, solltet ihr da zuschlagen, wenn ihr denn die Aurora gut findet.
Auch auf Schönheit wurde geachtet. Dieses Bordeaux-Rot hier ist nicht Standardbemalung. Und auch den Sitz, den wir hier so ein bisschen durchs Cockpitglas sehen können, der ist aus Leder. Sieht also alles ein bisschen hochwertiger aus. Und da kann man ja nichts gegen haben. So, wir wollen mal die Luke öffnen. Die Luke ist übrigens auch ein bisschen besonders. Die sieht ja ebenfalls genauso aus bei der Constellation an den Seiten. Und von daher ist es da vielleicht, also ich fände es eine coole Idee. Normalerweise kann man ja an Schiffe zwar andocken im Persistent Universe, aber soweit ich weiß, nur im Stand und nicht im Flug. Und vielleicht ist es ja, das sieht mir nach so einem ganz besonderen Docking-Collar aus, dass vielleicht dieser Ring hier noch nach außen ausfahren kann und sich mit dem Ring der Constellation verbinden. Und dass man so vielleicht die Aurora noch als weiteren Subfighter an die Constellation hängen kann. Nur eine Idee von mir, wäre aber, denke ich, eigentlich ein ganz cooles Feature. Müssen wir mal abwarten. So, wir öffnen das Ding mal und schauen uns die schönen Animationen an, die bei diesem kleinen Schiff trotzdem sehr gut aussehen. Auch wenn wir die Leiter hochklettern, haben wir das schön animiert. Und schon befinden wir uns im, wenn auch kleinen, aber wenigstens vorhandenen Cockpit-Bereich dieser Aurora. Und Nase juckt. Und ja, hier sehen wir also zum einen den Pilotensitz mit ja, Sauerstoffflasche dran oder was das ist, ich weiß es nicht, steht es hier dran? Kann man nicht gut lesen. Auf jeden Fall Pilotensitz und wir haben hier noch eine zweite Tür, die wir ebenfalls öffnen können. Sieht man auch mal die Hebelmechanik und dann haben wir also hier praktisch einen Durchgang durchs Schiff. So. Und des Weiteren, ganz, ganz wichtig bei diesem Schiff, wir haben auch einen Schlafplatz. Und ich sagte ja schon, es bringt alles mit, was man eigentlich fürs Persistent Universe braucht. Der Schlafplatz gehört definitiv dazu, denn so erlaubt es uns auch, dieses Schiff hier während des Fluges sich auszuloggen und zu speichern. Ich lege mich mal hin. So. Und da liegen wir auch schon drin und wir sehen... Wir haben eine Aussicht. Das ist ja mal was ganz Neues, ja? Bei Betten in Multicrew-Schiffen ist es noch nicht gang und gäbe, aber bei diesem kleinen Einzelschiff mit dem einen Bett hier geht es schon, dass wir uns also, wenn wir jetzt im Universum wären, könnten wir uns also durch dieses Fenster den Sternenhimmel ansehen. Kleines Feature, gefällt mir aber echt gut. So, wir steigen mal wieder aus und kriechen hier raus. Vorsicht, nicht Kopf stoßen. Jupp. Ja. So. Da sind wir draußen und dann steigen wir mal in das sehr geräumige Cockpit und quetschen uns hier an der Seite entlang. Ja. Alles klar. Und schon sitzen wir. Animationen passen auch. Die Holo-Ansichten sind natürlich noch nicht aktiv. Aber hier startet mal der Arena Commander. Den mache ich jetzt gleich wieder aus. Ich zeige euch allerdings noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar... Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Dronesim klicke, dann seht ihr, dieses Bild vom Arena Commander ist hier im Cockpit schon angeschrägt. Ja? Ich finde, das sieht cool aus. Ist vielleicht schon mal so ein erster Eindruck davon, wie das später aussehen wird, wenn hier wirklich so eine Holo-Scheibe vor uns aufgeht. Ja, gefällt mir also echt gut. Auch wenn oben links und rechts natürlich noch ein bisschen was ins Bild reinglitscht, aber das müssen wir mal abwarten. Gut, das wollte ich nur mal kurz noch zeigen. So, und dann weiß ich auch noch einen weiteren Bug des Schiffs. Soweit ich weiß, kann man sich nämlich in dieser Aurora hier aus irgendeinem Grunde nicht mit der Maus umsehen. Ja, das ist hier ebenso. Ich gehe nochmal gerade in die Außenansicht. Nee, da ist es ebenfalls nicht möglich. Bleibt uns nur, dass wir hier nochmal die Raketen in Nahansicht sehen können mit dem Raketen-Rack. Und bewegen kann ich hier draußen leider die Sicht nicht. Da ist der Hans-Peter. Der sieht übrigens ein bisschen jung aus. Bisschen rot im Gesicht. Naja. Wirklich schön sieht das noch nicht aus, muss ich ehrlich sagen, auch der Haaransatz und so. Aber ich hoffe einfach mal, dass Chris Roberts da noch nachbessert. Normal sollen die Charaktermodelle ja unendlich viel individualisierbar sein. Von daher sind wir da mal wirklich gespannt. Gut, Freunde. Es gibt noch zu sagen, die Aussicht aus diesem Cockpit hier ist eigentlich auch ganz gut im Arena Commander. Natürlich haben wir eine ganze Menge Streben im Weg, aber die wichtigsten Bereiche, also ganz oben, ganz unten und so, die sind eigentlich sichtbar. Somit kann man auch einen Gegner verfolgen. Es könnte natürlich noch ein bisschen besser sein, aber es ist ein Starterschiff. Das immer wieder in die Erinnerung rufen. Okay, ich hoffe, das hat euch gefallen. Sobald es geht, wie gesagt, liefere ich die Folge nach und wir schauen uns das Schiff im Flug an. Und ich fliege nochmal gerade drüber, ob ich noch irgendwas vergessen habe.
Jump Drive hatten wir, Bewaffnung hatten wir. Nö, wir haben alles. Alles klar, Freunde. Dann verabschiede ich mich zu unserem nächsten Video. Wegtreten.